Was wir bestätigen können, ist tatsächlich, dass der Täter jetzt identifiziert ist und es handelt sich tatsächlich um einen 18-Jährigen mit der österreichischen Staatsangehörigkeit nach meinem Erkenntnisstand, der in Österreich wohnhaft ist. Zur Motivlage möchte ich um Verständnis bitten. Hier laufen die Ermittlungen noch. Es liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar hier in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt, dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, dass es sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall ist und er nicht etwa nicht wusste, wo er hier ist oder dergleichen. Die Polizei wird das sorgfältig ermitteln und dann werden wir Ihnen konkrete Ergebnisse entsprechend weiter mitteilen.